Willkommen bei Deep Orange. Ich möchte euch den aktuellen Zwischenstand meines Campervans zeigen. Die einzelnen Gewerke habt ihr vielleicht schon in den entsprechenden Videos gesehen. In den letzten 3 Monaten bin ich nicht dazu gekommen, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Im Laufe des Videos werde ich noch über die anstehenden Arbeiten berichten. Ich bin der Stefan und jetzt geht's los. Wir fangen mit einem Blick durch die Seitentür an. Zu sehen ist die Küchenzeile und die dem gegenüberliegende Zweiersitzgruppe. Hier seht ihr die Elektrik für den Kühlschrank, für die Warmwasseraufbereitung und für die 12 Volt Tauchpumpe. In diesem Bereich werden auch die Kanister für das Frischwasser und das Grauwasser untergebracht. Die Küchenelemente sind von IKEA. Und der Kühlschrank ist ein normaler Kompressorkühlschrank. Als Küchenarbeitsplatte dient eine Tischplatte, die ich bei eBay günstig erstanden habe. Über der Küchenzeile befindet sich die 12 Volt Verteilung. Hier kann ich die Deckenlüfter, das Licht und die Wasserpumpe schalten. Zusätzlich befindet sich dort noch ein USB-Anschluss und eine 12 Volt Steckdose. Unter der Sitzbank ist die Elektrik untergebracht. Das Herzstück ist eine Powerstation der Marke PowerAug AC200P. Die PowerAug kann über Landstrom, über Solarenergie oder über die Fahrzeugbatterie geladen werden. Von hier aus versorge ich den Aufbau mit 12 und mit 230 Volt. Den Anschluss für den Landstrom habe ich hinten neben die Anhängerkupplung montiert. Bei den Solarmodulen habe ich 2x 200 Watt Module verbaut. Bei den Deckenlüfter handelt es sich zum einen um ein Maxvan Deluxe mit dem LED-Verdunklungsrollo und zum zweiten dem TurboVent Premium von Fiama. Der Schrank über der Küchenzeile muss noch weiter ausgebaut werden. Im hinteren Bereich neben dem Bett entsteht ein Kleiderschrank. Auf die rechte Seite kommen Regalfächer hin und auf der linken Seite eine Kleiderstange, um Kleidungsstücke aufhängen zu können. Gegenüber der Küchenzeile habe ich Hängeschränke angebracht und neben dem Bett ein Schiebefenster in der Größe 800x450 von Carbest. In die Schiebetür habe ich ein Aufstellfenster von Carbest in der Größe 900x450 eingebaut. Die Decke, die Seitenteile, die Heck- und Seitenklappe habe ich mit Filz in Blau und Grau gefilzt. Die unschöne Lücke an der B-Säule durch die fehlende Trennwand habe ich dadurch geschlossen, dass ich die Seiten der Trennwände rausgeflext habe, mit Filz beklebt habe und dann wieder hier montiert habe. Ihr seht, ich habe noch viel zu tun. Es bleibt spannend. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.